Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Valheim. Die Ashlands kommen bald. Erstmal müssen wir noch die Mistlands abschließen. Und für die heutige Folge habe ich was geplant. Ich will so ein kleines Schmiedehaus bauen. Dafür habe ich hier schon mal komplett leer geräumt. Habe das hier unten in so Schwarzmetallkisten geräumt. Im Prinzip alles, was hier drin war. Wartet mal, wir haben hier ja Metmischung starke Heilung gefunden. Ist die schon fertig? Ne, 17 Minuten dauert die noch. Scheiße. Die ist da nur drinnen, ne? Das ist ärgerlich. Egal. Wir können ja erstmal versuchen, alles so abzureißen. Also ich möchte hier den kompletten Bereich abreißen und eine kleine offene Schmiede. Also es soll so ein bisschen offen sein. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht. Ich habe aber dafür in diesen Welteneinstellungen, nennt sich das. Oh, hier ist ja noch was drin. Wartet mal, das müssen wir noch rausnehmen. Ach so, neues Bauobjekt, weil ich jetzt die Haare rausgenommen habe. Genau. Habe ich, was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Scheiße. In den Welteneinstellungen habe ich das so eingestellt, dass wir keine Bauanforderungen brauchen, damit ich nicht ständig neues Holz, neuen Stein und das ganze Zeug ranschleppen muss. Ich hoffe, das liegt auch in eurem Interesse, dass das hier reibungslos vonstatten geht. Wir reißen jetzt ja erstmal alles nieder. Und sammeln natürlich den Loot ein, der da abfällt. Fällt da überhaupt Loot ab? Wieso kam da jetzt kein Loot raus? Ach so, weil ich das jetzt abgestellt habe. Ah ja, okay. Naja, gut, dann ist es so. Wie immer die falsche Taste gedrückt. So, die Kohle müssen wir noch umräumen. Wartet mal. Trägst zu viel. Na, das ist kein Problem. Nimm so viel mit, wie du tragen kannst. Und das schieben wir dann hier runter in die Kiste. Ne, hier nicht. Machen wir es hier mit rein. So, schwupp, schwupp, schwupp. Okay, wenn man das quasi abstellt, dann kriegt man auch kein Loot wieder. Ne, das war die falsche Taste. Na gut, aber ist ja nicht so schlimm. Brauchen wir ja jetzt nicht, ne? Immer noch falsche Truhe. Zack, zack, zack. Okay. Und dann machen wir hier drinnen alles weg. Das hier. Oh, das hier alles leer? Ich glaube schon, Leute. Da müssen wir halt mal zusammen. Achso, jetzt fehlt eine Handwerksstation. Na, das ist natürlich dumm. Okay, wartet mal. Dann bauen wir die mal ganz kurz irgendwo auf. Da brauchst du ja wahrscheinlich Herstellung. Wartet. Erstmal. Ach ne, es fehlt ja eigentlich nur die Schmiede, ne? Das Ding hier. Stellen wir mal ganz kurz hier ab. Und der Handwerkstisch, den hat man auch schon, ne? So. Dass es da keine Reibereien gibt. Und dann können wir jetzt hier den ganzen Shit abreißen. Dann machen wir die Fläche plan und bauen hier was Schickes hin, Leute. Also so halbwegs schick. Ich will es jetzt nicht übertreiben. Nimm mal bitte den Hammer, Leute. Das ist ja furchtbar mit dem Symbol. So, naja, scheiß drauf, dann machen wir die Dinger jetzt weg. Weil 17 Minuten jetzt noch warten, ist mir zu lange. So, das geht natürlich schön auf der Ausdauer. So, die Seite schwebt und das, der Rest sollte jetzt zusammenbrechen. Okay. Holen wir uns mal ganz kurz Ausgut-Bonus, Freunde. Hier drinnen. Genau, ich will gar nicht so pompös bauen. Einfach nur einen Bereich, wo so die Kohlemeiler sind. So ein kleiner Eingangsbereich mit den Kohlemeilern und dann irgendwie auf der anderen Seite die verschiedenen Brennöfen und ja, genau so in der Art hatte ich mir das gedacht. Jetzt machen wir hier noch alles plan. Das Licht hier rum. Kernholz 47. Strage zu viel. Wartet, jetzt schmeißen wir hier noch irgendwo hin. Ah, da war doch noch was in den Kisten. Stimmt. So. Ah ja, warte, das
können wir hier mit rüber räumen. Das hier auch. Und jetzt brauchen wir im Prinzip nur die Hacke, ne? Dann machen wir hier ein bisschen Plan. Sieht ja alles schon recht ebenerdig aus. Mal gucken, wie groß wir das machen. Das weiß ich jetzt noch nicht so. Wir machen es aus Stein, würde ich sagen. Oder wir probieren mal dieses neue Marmorzeug. Das habe ich ja auch noch nicht so probiert. Wartet mal. Nehmen wir mal hier so eine Platten. Schwarzer Marmorboden. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir schauen. Wir kommen ja von hier. Dann machen wir es vielleicht eher so. Aber da hinten ist so ein Beet. Naja, so wäre schon besser, glaube ich. Okay, machen wir hier so den Eingangsbereich. So. Na, mal gucken. Also zu groß würde ich es echt nicht machen. Obwohl wir ja bedenken müssen, dass ja dann noch andere Dinger kommen, wie diese komische eine Maschine da und so. Müssen wir mal schauen. So, das ist jetzt 4. Nochmal 4. Das ist jetzt 8 breit. Wie war denn das hier mit dem Dachbau? Wartet mal ganz kurz. Brich mal ab. Ich muss überlegen. 1, 2, 3, 4. Ne, das passt schon, ne? Das sollte man hinbekommen. Das sollte man hinbekommen, Leute. Schwarzer Marmor. Ist mir irgendwie fast schon ein bisschen zu dunkel. Ja klar, aber so für den ganzen Magierbereich und so ist das eigentlich ganz cool. Ach so, können diese Brennöfen überhaupt da stehen? Wartet mal. Das ist jetzt die Frage. Ja, die stehen auf schwarzem Marmor. Ich wusste nicht mehr, ob die Fußboden brauchen oder also normalen Erdboden oder ob das hier auch geht. So, jetzt haben wir es 4. Das soll ja hier der Eingangsbereich. Da sollen ja hier mindestens 2 Kohlemeiler stehen. Wartet mal. Wie groß sind die? Die nehmen 2,5 weg schon alleine. Oh je, dann wird das hier doch schon eine etwas größere Nummer, Freunde. Na gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen wegnehmen. Dann wird es vielleicht doch ein bisschen größer. Aber es ist okay. Der Eingangsbereich, der muss dann halt 2 breit sein, ne? Ja. Genau. So. Ja, cool, wieder in Walheim. Ich freue mich. So, jetzt haben wir es. Wir brauchen allein 5. Es sind ja 5 hier für die 2 Öfen, genau. Und jetzt fängt das eigentliche Gebäude an. Das können wir ja dann mal so markieren, dass es ein bisschen breiter ist, vielleicht. Mensch, Opa Frankie, bist du heute ganz alleine hier im Stream? Sind die anderen echt alle am Strand? Oder meldet Twitch mal wieder nicht, dass ich live bin? Das kann natürlich auch sein. So, wir gehen ganz kurz pennen, Freunde. In der Nacht arbeiten ist irgendwie nicht so geil. Gute Nacht. Dann können wir ja vor allen Dingen den Bereich auch mal noch umbauen hier, den Wohnbereich. Irgendwann mal. Demnächst. Das ist ja auch nicht so schick. Irgendwas greift hier an. Oh, da unten ist Party. Der kloppt dort alle Lorgis zusammen, der Idiot. Nö, ein Skelett. Er hat sich mit einem Skelett angelegt. Hüpf.
Hüpf. Also die Folge könnte heute ein Stückchen länger gehen. Oder wir machen erstmal nur einen Rohbau. Wir machen mehrere Folgen draus. Das könnte natürlich sein. So, machen wir hier noch vier, ne? Das sollte dann aber reichen. Wir müssen nur bedenken, da muss ja dann noch wie so ein Metallkäfig rein. Da gab es dann noch diese eine, wie hießen das? Diese Eidermaschine, ne? Die Schaden macht an alles, was nicht Metall ist oder so. Und die müssen wir dann hier irgendwie noch mit reinbauen später, wenn wir sie freigeschaltet haben. Aber ich denke, so sollte das reichen. Obwohl das ganz schön pompös ist. Obwohl, naja, pass auf, wenn du jetzt hier so eine Brennöfen reinmachst und so. Wir gucken mal, was haben wir denn hier? Käfigwand. Sieht das cool aus? Also hier ist der Eingangsbereich. Breiter gibt es die Dinger nicht, ne? Ah, wartet mal. Wir setzen erstmal, glaube ich, die Öfen. Da gab es doch irgendwie Probleme, ne? Gehen doch dann nicht mehr rein. Jetzt müssen wir nur schauen, dass die hier relativ am Rand sind. So. Ne, warte mal. Das ist doch Käse, was ich hier mache. Was hab ich gesagt? 2,5 brauchen die. Dann muss es ja doch noch eins breiter. Oder? Passt das so? Ich habe gerade einen Denkfehler, oder? So. Ne, so. So haut das hin. Zeig mal, wie sieht das aus? Hier der Eingangsbereich. Ja, das passt. Das ist gut so. Und hier machen wir dann irgendwie die Brennöfen hin. Ich baue jetzt erstmal hier ein Gitter drum. Einfach, damit es cool aussieht. Aber wartet mal, ich mach mal das Licht aus. Das ist ja furchtbar. Wenn das die ganze Zeit so rumflackert, krieg ich eine Macke. Solis, grüße dich. Wenn kein Arc läuft, schaust du hier rein. Das ist doch auch super. Das ist doch schön. So. Ne, das wird so dieser freie Bereich. Da müssen wir dann mal schauen. Gibt es denn hier sowas wie... Kann ich das hier oben drauf machen so? Ne, das geht nicht. Was haben wir hier noch so zur Verfügung? Irgendwelche Wendeltreppen? Ah, das hier. Dunkelholzbalken. 4 Meter. Ja, das sieht geil aus. Pass auf. Dann nehmen wir mal... Gibt es den auch als 1 Meter? Hier. Das sieht cool aus. Das mag ich. Das Sonnenlicht hier in der... Ist ein bisschen ungünstig, ne? Okay, da haben wir das soweit. Gibt es das auch als Balken nach oben? Gibt's. Ein Raster oben, ein Raster unten. Genau, da. Oder? Ich sehe es halt gerade nicht. Ist das jetzt unten? Frank, grüß dich. Sag ich mal. Genau. Das sieht super aus. Das wird dann quasi die Grundform fürs Dach. Ach nee, ich wollte ja nicht nur so einen Eingangsbereich machen. Na, wir gucken mal. Wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Wie gesagt, ich will hier auch nicht übertreiben. So. Dann geht es hier weiter mit den Gittern, beziehungsweise mit dem... Gibt es denn später noch einen anderen Schmiedeofen? Weiß das einer? Wartet. Herstellung. Wir haben den und den. Ich weiß nicht, ob es später noch einen krasseren gibt. Wir packen erstmal den hier rein. Der braucht ja ein bisschen Platz, ne?
Da kam ein Follow rein. Horty One. Vor 5 Minuten. Ach, Twitch ist heute wieder langsam. Vielen, vielen Dank. Machen wir das so? Ich bin mir gerade so unsicher, Leute. Ne, ich würde sagen, wir tauschen. Wir machen hier vorne, machen wir die hier rein. Die muss ja auch von beiden Seiten bedient werden. Das bedeutet, wir setzen die hier so ein bisschen mittig. Ja, wir müssen dann schauen wegen Dach, ne? Achso, ne, da soll ja gar keins hin. Die sollen ja offen stehen. Ja, stimmt. Ja, dann passt das, Leute. So, hier ist die Ausgabe. Oh ja, das sieht gut aus. Pass auf. Oh. Das könnte gut werden, Freunde. Wir müssen noch bedenken, dass da noch irgendwo Kisten hin müssen. Oder hätte ich die weiter hintersetzen sollen? Nö, eigentlich sieht das gut aus so. So, dann wieder dieses Zeug hier. Und dann machen wir noch eine schöne Treppe hin. So, das sind jetzt schon mal alle Dinge da, ne? Wir haben die Kohlemeiler, die bedienst du ja nur von vorne. Hier komme ich gut ran an die Seite, hier auch. Hier ist die Ausgabe und hier schmeißt du ja nur dort rein. Oh, dann müsste man vielleicht hier... Egal, wir lassen das hier offen, ja klar. Wir lassen das hier offen. So machen wir das, Freunde. Dann baue ich es vielleicht lieber noch ein bisschen breiter oder so. Lasst mal ganz kurz. Okay, wartet. Wir müssen denken. Naja, das war ja wieder klar. Also wir brauchen hier den. Hier. Wie kriege ich den jetzt nach unten? Einraster unten. Ist aber nicht der Einraster unten. Wartet, dann muss ich vielleicht den hier kurz rausnehmen. Genau. Den rein. Und dann kann ich den Stein dann wieder einsetzen später. Ja, so machen wir das, Freunde. So. Schwerer Bau. Die Steine wieder rein. Jetzt noch ein Meter schon rein. Bricht es zusammen oder hält es? Es hält, Leute. Ja, geil. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir mal schauen. Machen wir das Ding 30 Grad mit Dachwinkel. Wir probieren mal kurz aus. Das neue Zeug hier. Was ist das? Schindeldach. Schwindlerdach. Ach nee, hier müssen wir ja ran. Bedeutet, wir müssen hier auch noch mal welche einsetzen. Das wird heute ein bisschen gefummel, aber ist doch auch geil. Macht doch auch Spaß. Und jetzt das Dach drauf. Nee, hier soll doch gar keins drauf, Beutel. Was machst du? Hier soll doch gar keins hin. Aber wartet mal, da könnten wir vielleicht... Geht das mit so Metalldingern? Diese da? Kriegt man die hier dran gebastelt? Hey, guck mal, das sieht doch gut aus. Ist nur die Frage, wie es drüben bei den Schmelzöfen aussieht. Ja doch, das gefällt mir, das hat was. Ist jetzt hier ein bisschen da zu stubbelig, guckt es oben raus, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das hat der Architekt so gewollt. Okay,
Okay. Ist nur die Frage, ob das drüben auch geht mit diesen Brennöfen. Das werden wir gleich rausfinden. Wurzen. 41, da ist er. Grüß dich, hi. Du hast nochmal Enshrouded. Ja, da wollte ich eigentlich auch nochmal reingucken, die letzten Tage, Wochen, aber momentan sieht es zeitlich ein bisschen schlecht aus. Gibt es diese Treppen nicht als schwarzen Marmor oder was? Doch, ja. So, wartet mal. Nee, das ist falsch. Das ist der falsche Winkel. Das hier ist der richtige Winkel. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. Der hier ist nicht richtig. Ja, schön, dass man hier die Snap-Points umschalten kann, aber irgendwie funktioniert es halt trotzdem nicht so, wie man sich das wünscht. Na gut, dann machen wir es jetzt so. Scheiß drauf. Damit kann ich leben, Freunde. Dann bauen wir hier noch so einen Zaun. Können wir auch schnell noch machen. Können wir auch schnell noch machen, Leute. So ein bisschen klar ist, wo man ja langlaufen muss, ne? Oh, was denn jetzt? Ach, der Hammer ist kaputt. Das ist ja der Hammer. Müssen wir mal repairen. Ja, Kiba, grüß dich. Hi. Und hi, Gunter. Ja, doch. Wir machen am besten gleich hier so zu, damit ich gar nicht auf dumme Ideen komme. Hier in... Ne, obwohl. Ah, ne, ist auch Mist. Wir müssen vielleicht hier hinten doch noch was installieren, dass es schön aussieht. Wie so Steinhaufen oder irgendwas. Ne, dann machen wir das so. Das ist okay. Es ist jetzt nicht hübsch. Es ist alles ein bisschen klein und kompakt, aber egal, Freunde. So, kriegt man hier diese Stäbe auch dran. Diese Gitterplatten. Das ist jetzt die Frage, ob der das macht bei diesen Öfen. Ich habe mich hier irgendwie hochgejumpert. Ja, sieht gut aus. Hey Leute, es scheint zu klappen. Ja, damit kann ich leben. Gucken, wie es hier drüben aussieht. Mal so. Jetzt. Naja, also ich finde, es geht. Wenn jetzt nicht gerade der Schornsteinfeger oben reinguckt, ne? Ist es eigentlich okay. So, das ist jetzt hier so der Eingangsbereich, ne? So habe ich mir das gedacht. Dann kommt jetzt hier ein 45 Grad Dach drauf. Oder machen wir 26? Ne, ich glaube 45. 45 macht Sinn, oder? Es muss halt aufgehen am Ende. Alright. So, da muss natürlich hier auch noch sowas dran. Genau. Also ich finde, es ist ein bisschen erdrückend, ja, aber wir können ja hier noch schön Beleuchtung machen.
Ich finde, wir kommen ja an alles ran. Es ist geschützt, falls doch mal von oben irgendwas runterfällt. Und ja. Nee, gibt noch keine geile neue Base. Ich will jetzt bloß einen neuen Schmiedebereich bauen, weil wir ja heute wahrscheinlich die neue Schmiede uns anschauen werden. Ich würde das sogar jetzt hier so fortsetzen. Wartet mal, wie groß ist denn... Hier gab es noch das. Was ist denn das hier? Das ist neu. Passen die Dinger hier oben? Nein. Ah ja. Aber das sieht dann scheiße aus. Ne, passt auf. Wie machen wir es? Ne, hier machen wir zu. Nur der Außenbereich bleibt in diesem Style. Hier bauen wir jetzt eine geschlossene Hütte. Würde ich sagen. So. Das bedeutet, wir brauchen aber auch an der Stelle hier ein 45 Grad Dach. Ne, wir machen es so. Ja. Bedeutet, wir müssen hier mit 45 Grad anfangen. Das sind 26 Speitel. Ja, so machen wir das. So, dann hier eine Ecke rein. Der Joghurt mit der Ecke mit was drin. 45 Grad Innenecke. Ecke! Mach die jetzt da rein, Bruder. Geht das nicht wegen den Balken? Ah ja, okay, dann nehmen wir den raus. Wenn das Spiel da rumzickt, nehmen wir den noch einfach raus. Wie sieht das aus? Ja, doch, das könnte was werden, Freunde. Das könnte was werden. Dann machen wir erstmal ringsrum jetzt hier noch die Grundstruktur. Halt, hier muss wieder so ein Eckpfosten hin. Wo ist er? Wir machen erstmal die Eckpfosten, Freunde. Ja, richtig? Der ist richtig, okay. So, richtig? Sieht so komisch aus, ja. Der ist nicht richtig. Es ist nicht unten, liebes Spiel. Das ist unten. So, damit es authentisch ist, machen wir hier noch die zwei mit hin. Damit hier ordentliche Stützlast drauf ist. Will aber noch nicht. Wartet mal. Müssen wir uns... Achso, das geht nicht. Müssen wir uns vielleicht eine Hilfslinie machen. Ist jetzt schon wieder ein Tag rum, Leute. Wir haben doch gerade erst angefangen mit Bauen. So, kriege ich den jetzt hier reingesetzt? Ne, der setzt den da hoch. Okay, wartet. Wir zwingen ihn. Wir zwingen ihn einfach. Mist. War ich nicht schnell genug. Warte, dann machen wir hier noch einen rein. Jetzt nochmal. Ich glaube, es ist gar keine Nacht. Es regnet einfach nur. Es ist einfach nur Scheißwetter. So, dann kannst du den wieder rausnehmen. Na wunderbar, Leute. Läuft ja wie geschmiert. Halt. Was machst du, Beutel? Der da rein und... Der da rein. Ich versuche mal, ob ich diesen Kackregen ja wegschlafen kann. Das ist irgendwie nervig, weil man sieht ja gar nichts. Das Gitter im Schornstein sorgt dafür, dass keine Einbrecher reinkommen. Oder der Weihnachtsmann. Oh, Frank hat Magenprobleme. Dann gute Besserung. Kann ich ein Lied von singen. Magen-Darm, das ist so mein Steckenpferd. Da ist immer irgendwas schlimm.
Pass auf, wir machen jetzt erstmal Innenbeleuchtung, damit wir auf der Baustelle was sehen. Weil das hier mit dem Wetterchen ist irgendwie scheiße. So, machen wir erstmal hier am Eingangsbereich. Obwohl, nee, wenn ich dann hier noch durch... Obwohl, das geht. Das geht. Passt ja trotzdem noch durch. So, dann würde ich sagen... wie machen wir es denn hier? Gibt es hier noch eine andere Möglichkeit? Ich weiß nicht, Eisenpfanne hierhin vielleicht? Geht das? Das geht eigentlich, ne? Machen wir noch eine hier hin. Genau. Und dann vielleicht noch jeweils hier hinten. Schaut mal. Hier sind ja Gitter oben. Da kann ja im Prinzip nichts anbrennen, ne? Ah, hier ist aber Dach. Nee, das ist doof, wartet. Also ein bisschen authentisch will ich es ja schon haben, oder? Was gibt's denn hier an Standfackeln? Was ist das? Standeisenfackel. Ich mach mal einfach sowas, Leute. Ah ja, guckt mal, die konnte man ja hier so implementieren, ne? Ich stell die trotzdem hier einmal hinten in die Ecke. Schwuppdi. Hier ist halt irgendwie doof. Ich weiß, wie wir es machen. Pass auf. Die hier außen raus. Ne, perfekt. Nee. Hier sind die, hier passen die irgendwie nicht. So. Machen wir erstmal so raus. Und jetzt geht da das Gitter rein. Wo ist er, der Meterstab? Bin ich doof? Ja. Ja, so habe ich es mir gedacht, Freunde. Funktioniert. Das ist doch super. Das ist wunderschön. Ja. Sieht aus, als wäre es gut integriert. Fetzt. Jetzt geht es mit dem Dach erstmal weiter. Und dann den Rest bauen wir dann aus Stein. Ne? Vielleicht noch mit Fenstern drin und so. Müssen wir gucken. Wo wollten wir jetzt bauen? Hier. Dach. 45 Grad. Hallo. Schnapppoint. Baue ich eigentlich auch so warm. Wartet mal, ich muss mal was essen. Falls hier doch mal ein Angriff kommt. Halt. Ich das hier wieder die Trolle auftauchen und ich habe dann plötzlich keine Gesundheit und Ausdauer. Komm mal doch. Es kriegt ja dann wieder Stützlast. Ich habe hier gerade schon orangene Farben gesehen. Aber es kriegt ja dann durchs Mauerwerk wieder Stützlast, was ich dann gleich einbaue. So. Das ist doch groß genug für die ganzen Werkbänke und den ganzen
Ach so, die Frage ist, ob diese Riesenmaschine hier reinpasst, ne? Diese Eitermaschine. Ah, das werden wir dann sehen. Zur Not müssen wir hier nochmal im Bereich ausstanzen. Ja, genau, das können wir ja hier machen. Da stanzen wir hier was aus, wenn wir die dann irgendwann freigeschaltet haben. So machen wir das, Freunde. So, passt auf. Ich will mal diese Teile hier probieren. Ach, das geht gar nicht. Die sind ja so dick. Daran habe ich gar nicht gedacht. Dann weiß ich es auch nicht. Dann machen wir es vielleicht doch. Mit den Gittern weiterhin. Ja, los, Leute. Dann lass uns doch die Gitter benutzen. Dann ist es doch eine offene, komplette Schmiede. Aber ist vielleicht ganz gut. So kann ich auch immer mal beim Arbeiten nach draußen gucken. Halt. Okay. Dann hier die Dinger drauf. Schwupp die. Jetzt müssen wir dort die Ecke noch zukriegen. Da überlege ich mir aber auch, wie sieht denn das Gebäude überhaupt jetzt momentan von außen aus? Naja, eigentlich wäre es geil, wenn man da noch mal so ein bisschen spinnen könnte mit dem Dach. Aber das ging ja nicht. Das war bei Ark, ne? Tähä. Ich wollte das nur ein Stückchen nach außen nehmen, wisst ihr, wie ich meine? Aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. Oder? Mal. Ich will es genau umgekehrt. Aber warte mal, ich konnte doch hier drehen, ne? Welche Taste musste ich da drücken, da Kiba? Shift und E habe ich noch nicht getestet, ne? Oder gibt es hier so eine Dreiecksdinger, die umgekehrt sind? Ne, ne? Hm. Ist ja doof. Bei dir ist Gewitter und Hagel, okay. Klingt krass. So, Giebel. Ne, das ist kein Giebel. Wie nennt man das? Gaube? Ne, das ist der Fürst. Ah, da habe ich noch eine Idee. Ein bisschen übertreiben können wir, ja. Das sieht bestimmt cool aus. Jetzt noch mal das Ding hier oben drauf. Ah, ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Kann man mal machen. Oder wir fangen vorne an. Thank you.
Naja, kann man doch so durchgehen lassen, ne? Im Garten reicht's. So, okay. Jetzt überlege ich, ob wir doch mal diese Dinger hier einsetzen, ob das cool aussieht. Beißt sich zwar ein bisschen mit dem Unterbau, aber irgendwie ist es okay. Ich finde es okay, Leute. Oh. So hat man wenigstens ein bisschen das Gefühl, in einem geschlossenen Gebäude zu sein. Oder wir hätten es halt auch mit diesen Gittern machen können, ne? Aber nee, das sieht dann so knastmäßig aus. Ich finde das so schön. Oh, warte mal, der haut hier nicht hin. Okay, jetzt machen wir hier noch irgendwie zu. Die Frage ist, mit welchen Bauteilen? Was ist das hier? Kristallwand. Gibt es nicht als Dreieck, ne? Na, dann müssen wir ja... Geht ja nur normales Holz. Wartet mal. Ich glaube, es muss schon außen machen. Kriege ich da jetzt trotzdem noch die Dinger draußen dran? Ah ja, guck mal, das sieht doch okay aus. Und da können wir ja hier noch ein Fenster eigentlich drinnen lassen, oder? Ja. Na Prakti, hast du schon wieder verpennt oder was? Ja, guck mal, das finde ich gut. Hat es noch ein kleines Fenster. Was ist denn hier los? Da hat es noch ein kleines Fenster. Ist irgendwie cool. Also ich muss nochmal schnell den Hammer reparieren. Alright. Ja, es ist okay. Ich glaube, man kann es immer so ein bisschen schicker bauen, aber mein Gott. So, wo wollten wir jetzt hin? War die Wand, die war jetzt fertig, ne? Soll ja einfach nur praktisch sein. Nämlich, dass wir mal das ganze Zeug unterkriegen. Oh, ich habe hier Gegensonne. Gegensonne. Oh, da kommt schon wieder einer. Nicht das neue Gebäude mit Steinen bewerfen, Junge. Musst du wohl spinnen, musst du doch wohl. Alter, wegen dir habe ich das Scheißding jetzt wo hingesetzt, wo es gar nicht hin soll. Was ist denn das? Erst zu spät zur Arbeit kommen und dann nur noch Scheiße bauen. Das können wir leiden. Es gibt kleine Abmahnungen, Junge. Aber irgendwie fehlt mir noch was, Freunde. Ich weiß noch nicht genau was. Ich glaube, ich will hier noch ein bisschen rumspielen. Wartet mal. So wie bei dem Lager. Na komm. Ja. So macht man das. So, wartet. Müssen wir wahrscheinlich
Oh, so ihn hinsetzen, genau. Oder hätte ich weiter rausgemusst? Wird weit rausgemusst, ne? Warte mal. Das ist aber auch zu verrückt werden. Immer noch mal. Das ist es auch nicht, Leute. Das ist es auch nicht. Mal rein und den jetzt zweimal gedreht. Dann vielleicht. Eins, zwei. Nee. Passt auf. Ich weiß, wie muss machen. Oh, ey. Setz das scheiß Ding hin. So, ist uff. So viel zu diesen Leitern. Ich kann einfach nicht damit umgehen. Oder meint er, das ist dann irgendwie übertrieben? Was ist denn hier schon wieder los? Der ist nicht richtig. So. Bleib da oben. So. Und jetzt muss doch eigentlich... Naja, wie machst du das? Musst du dann 26 Grad Winkel machen oder was? Ah ja, guck mal, da geht's. Könnte man... Meh. Ja, guck mal, und jetzt da noch so ein Gitter rein oder guckt das dann unten raus? Ne, das würde unten rausgucken, okay. Ja, gut, ist jetzt nicht so geil, Freunde. Ich hab's mir besser vorgestellt. Naja, ich baue es jetzt drüben trotzdem noch so. Also. Nee. 45 schon. Ist wieder dunkel. Das schaffst du. Geil, muss ich nicht runter. Oh, was ist denn hier für ein Zaun im Weg? Ja. Haben wir. Und jetzt hat man gesagt, hier 2x26, ne? So. Dann da oben noch so ein Bälkchen. Wenn hier dieser blöde Zaun nicht wäre. Okay, lass mal so. Ist jetzt nicht schickes, aber egal. Es ist okay. So, beleuchtungsmäßig haben wir jetzt hier die zwei Kohlepfannen. Hier hinten die Fackeln und am Eingang. Müssen wir mal schauen, wo wir hier dann noch was reinbauen. Am besten hier überall an die Balken, ne? Das ist eine gute Idee. Oder nur an. Es sind ja nur die zwei hier. Macht es relativ mittig.
hatten ja nur die zwei. Das reicht dann schon. So eine Schmiede muss ja auch ein bisschen dunkel sein, oder? Ah, es ist super. Guckt mal, hier schön offen alles. Das gefällt mir. Haben wir hier unten die Umrandung gemacht? Ne, die fehlt hier noch. Die machen wir noch schnell. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Hat auf jeden Fall kein anderer. Ah ja, doch. Ich glaube, sowas gibt es schon hunderte Male. Oh, aber dass es hier immer dunkel ist in dem Spiel, seit ich anfange mit Bauen, das nervt mich ein bisschen. Das war doch sonst nicht so, Leute. Mal kurz schlafen. Oh, wir sind ja auch schon wieder bei 51 Minuten. Na toll. Es hätten zwei Folgen werden können. Fällt bestimmt nächste Woche wieder eine aus, weil ich es nicht schaffe, heute 5 aufzunehmen. Ich muss mal wieder einen Konen bauen. Gibt es da was Neues? Achso, wir wollten hier noch die Umrandung machen. Konen Exiles. Oh, ich habe in Konen auch so viel gebaut. Orkenmann ist doch auch mal gut. Oh, was ist denn das hier für ein Gestrüppe? So, jetzt nur noch hier der eine und dann haben wir fertig. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Inneneinrichtung. Naja, ich meine so... Zu grob ist es doch schon mal okay, finde ich. Man hat hier drinnen Platz, man kann alles bedienen. Es ist gut geschützt, ist ein bisschen eng hier, so, es engt ein bisschen ein. Aber finde ich jetzt eigentlich gar nicht so wild. Hauptsache hier hinten ist ein bisschen Platz, dass wir dann hier die ganzen Werkbänke hinbauen können. Und sollte dann doch diese Eitermaschine zu groß sein, bauen wir hier hinten noch einen Bereich dran. Ich gucke mal ganz kurz hinten, ob wir denn noch ein bisschen Platz hätten. Ja, locker, Leute. Da kann hier noch ein Bereich hin, wo wir die dann noch eingittern können. Ansonsten kommen dann hier in der nächsten Folge die neuen Werkbänke hin. Ja, dann sag ich mal an meine YouTube-Zuschauer, vielen Dank fürs Reinschauen. Lasst ein Like da, wenn euch das Gebäude gefällt. Ist nichts Besonderes, aber ich find's okay. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.